Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter. Ich muss von meiner Familie! Darstellerpreis in Cannes, Deutschlands diesjähriger Oscar-Beitrag. Aus dem Nichts hat in den letzten Monaten von sich reden gemacht. Die hohen Erwartungen erfüllt das Drama von Fatih Akin trotzdem nicht. So eindrucksvoll Diane Krüger auch in der Hauptrolle ist, das Drehbuch ist leider zu schematisch. Ich war beim Sicherheitsdienst in Wisconsin. Und am Dienstagabend hörten wir Schüsse aus der Richtung vom Algier. Die Polizei war da. Es gab eine Riesenschießerei. Catherine Bigelow weiß einfach, wie man wahre Geschichten inszenieren muss. Diesmal wählte sich die Oscar-Preisträgerin die Rassenunruhen zum Thema, die 1967 in Detroit stattfanden. Ein aufrüttelndes Lehrstück über die verheerenden Folgen von strukturellem Rassismus. Seht ihr, was ich hier mache? Ich koche! Ich koche! Es gibt nicht eine Sache, die ich an Bobby Riggs nicht hasse. $100,000 für jede Frau, die Bobby Riggs schlagen kann. Gibt es sie und hat sie die Eier. Ruf Bobby an. Sag ihm, ich bin dabei. Was kommt nach dem Oscar? Für La La Land Star Emma Stone ganz großes Tennis. In Battle of the Sexes spielt sie die Tennislegende Billie Jean King, die 1973 gegen Wimbledon-Sieger Bobby Riggs zum Battle of the Sexes antrat. Ein Kampf um Anerkennung und Emanzipation, der hier spannend und feinfühlig auf die Leinwand gebracht wird. Mr. Gruber! Oh, was ist das? Ah, das ist London. Es ist wunderschön. Tante Lucy hat immer davon geträumt, nach London zu kommen. Würde sie das hier sehen, wäre es so, als wäre sie doch endlich hier. Tante Lucy! Oh, Paddington. Ende 2014 entpuppte sich Paddington als einer der schönsten Kinderfilme überhaupt. Kein Wunder, dass die Vorfreude auf die Fortsetzung groß war. Und siehe da, auch 3 Jahre später hat der höfliche Bär mit dem roten Hut nichts von seinem Charme eingebüßt.